Jetzt gehen wir also zu Super 73, wieder ein Business-Meeting mit Felix. Und ja, wir haben wieder einen tollen Parkplatz gefunden bei unserer Lieblingsspedition. Und jetzt sind wir sehr gespannt auf die nächsten Stunden. Wir werden auch ein paar Videos machen für euch. Einfach nochmal gucken, was wir alles Schönes finden. Und ja, die Jungs stehen schon parat, wie ihr seht. Ja, da vorne ist Super 73. Und ja, gleich jetzt rein. Hier. Da ist der. Der RX von Super 73. Den habe ich mir jetzt bestellt, der kommt demnächst. Ja, zu dem Thema. Wir hatten ja heute unser Meeting zusammen mit Felix. Super Meeting. Tolle Leute bei Super 73 generell. Und ja, wir haben zu dem Thema noch ein Thema gehabt. Und es ging halt darum, Lieferengpässe bzw. Lieferschwierigkeiten. Das betrifft alle Fahrradhersteller, nicht nur Super 73. Mein zum Beispiel haben wir schon im März bestellt. Es wird demnächst jetzt, wir haben jetzt Ende Juni, heute haben wir den 30.06. um ganz genau zu sein. Es wird dann in der kommenden Woche, spätestens in der übernächsten Woche wieder kommen. Es liegt aber nicht an Super 73, sondern es liegt an den allgemeinen Lieferengpässen, die es gibt weltweit. Und es betrifft auch alle Fahrradhersteller. Und dafür haben wir uns heute auch die Zeit genommen, Felix auch. Danke dafür nochmals. Um uns das mal ganz genau zu erklären, wie das aussieht. Und das ist wirklich ein hochkomplexes Thema. Damit möchte ich euch jetzt aber nicht in den Ohren liegen. Glaubt uns einfach, vertraut uns einfach. Die Leute hier bei Super 73, die wollen wirklich die Bikes ausnehmen, euch die Bikes natürlich auch verkaufen, weil die Bikes sind mega cool. Jetzt eben mit dem Super 73 RX. Damals schon meine ganz große Liebe. Ihr seht ja, das Bike sieht Hammer aus. Es fährt sich auch sehr, sehr sportlich. Man kann natürlich auch bequem. Der Sattel hier zum Beispiel, der ist super bequem. Ich bin 1,93 klein und passe da locker drauf. Hab bequem Sozius-Sitz, also alles gut. Und von daher kann ich dieses Bike eigentlich nur empfehlen. Es macht Spaß, es fährt sich super. Dieses Bike hat ja schon ein paar tausend Kilometer, weil es ein Test-Ride-Bike bei Super 73 hier in Amsterdam. Das darf dann jeder Kunde mal fahren und dafür sieht es top aus. Das läuft hier schon seit ein paar Monaten. Das war auch das Bike, was wir damals im März getestet haben im Übrigen. Wo wir uns dann entschieden haben, okay, Super 73 und nichts anderes. Und ja, also das Bike, wie gesagt, fährt sich Bombe. Licht vorne, Licht hinten, bremst ja, bremst es auch. Federgabel vorne, Federung hinten fürs Hinterrad, Scheibenbremsen vorne, hinten. Ja, was will man mehr? Also ich bin super zufrieden mit dem Bike, über meine Entscheidung. Über unsere Entscheidung ZX haben wir da auch jetzt stehen. Der ist auch super. Den haben wir ja auch bei uns im Shop. Könnt ihr da kaufen. Auch. Der ist aber ziemlich neu noch, weil hier ist noch das Etikett dran. Ja, also was kann man zu dem Bike sagen? Das ist ein Einstiegs-E-Bike. Das würde ich euch allen empfehlen. Ihr müsst nicht gleich mit dem RX anfangen, sondern könnt ruhig mit dem ZX. Super, sobald ihr den mal gefahren seid. Und bucht dafür wirklich Testrides bei uns gerne auf unserem Shop bzw. auf unserem Link. Geht auf camperfreaks.de. Dort seht ihr dann Testride buchen, den Button einfach draufklicken, gucken, welche Termine frei sind. Und dann, wenn wir in den jeweiligen Events, Städten, Messen, egal wo auch immer sind und ihr auch in der Nähe seid, vor Ort seid, könnt ihr das gerne mal testen. Oder ihr seid so überzeugt und sagt dann, hey, der Perry und die Tanja haben das so gut vorgestellt. Entschuldigung, der Esel nennt sich immer zuerst, die Tanja und der Perry. Dass wir sagen, okay, wir kaufen das jetzt blind und ich kann euch nur sagen, ihr werdet es nicht bereuen. Vor allem das ZX ist ein super Einstiegsbike für E-Bike. Ja, hier zeige ich es nochmal. Eine Sache musst du uns aber noch verraten. Ja. Was unterscheidet denn das ZX von dem RX? Warum ist das denn so viel größer und auch vom Preis her ein bisschen mehr? Also ich würde sagen, der Rolls-Royce unter den Super. Ja, vor allem ist es auch eher für die sportlichere Klientel. Aber wie gesagt, die kann jeder fahren. Also hier hat man genug Platz für einen Poppes. Ich bin 1,93, hatte ich ja schon erwähnt. Man hat eine Federgabel hinten, eine
Also vorne auch, hier Stoßdämpfer. Natürlich hat man auch einen stärkeren Motor, Scheibenbremsen vorne und hinten. Also da ist einiges schon dran gebaut, natürlich einen anderen Rahmen, komplett anders nochmals. Und man fährt halt ein richtig cooles Bike. Also das ist schon Motocross, sieht auch danach aus, ist es auch. Man muss halt nur in die Pedale treten. Aber es ist ein super Bike, also auch für uns Camper, wirklich. Wir haben die Dinger reingekriegt, Bikeholder, Grüße gehen raus. Super System, haben wir jetzt x-mal schon ausprobiert hier in Holland. Rein, raus, das ist 5 Minuten für beide Bikes. Also die Zeit kann man wirklich investieren und es funktioniert einwandfrei. Kann ich nur empfehlen. So, von Super 73 jetzt zum Street Art Museum. Den Tipp haben wir selber von einem YouTuber und sind jetzt mal ganz gespannt, was uns hier erwartet. Sieht von außen auf jeden Fall schon mal sehr spacey aus und sehr bunt. Ja, das Radmuseum hier. Hier geht es dann auch rein. Da, wie gesagt, haben wir die arme Anne Frank. So, ich gehe mal vor. Ja. Auch nochmal ein schönes Street Art. Fake. Ja, schon cool. Und hier bezahlen wir. Welcome. Und da geht's gleich. So, bezahlt haben wir jetzt. Hier seht ihr den Eingangsbereich des Drahtmuseums in Amsterdam. Übrigens befindet sich das Drahtmuseum im alten Werftgelände von Amsterdam. Eine riesengroße Halle, 25 Meter hohe Decken, Kunstwerke en masse, also für Street-Art-Liebhaber wie mich. Und natürlich auch Tanja, die habe ich damit die letzten Jahre auch ein bisschen infiziert. Aber hey, schaut euch die Kunstwerke an. Wer findet sowas nicht cool? Ist aber nur mega, wie viel Millionen Liter Sprühfarbe da verbraucht worden ist für solche riesengroße Kunstwerke. Die meisten sind auch vor Ort entstanden. Und einfach wunderschön. Ich fand das auch wirklich toll im Eingangsbereich, also draußen auf der Fassade Anne Frank zu sehen. Fand ich sehr, sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen, das Gesicht von Anne Frank zu sehen. Als Street-Art-Motiv, selbstverständlich. Muss ja auch zum Konzept des Museums passen. Also wie gesagt, es ist einfach, ich kann es nur empfehlen. Ihr werdet 150 Kunstwerke sehen von mehr als 130 Künstlern. Die wechseln auch immer mal ein bisschen was, das ein oder andere Kunstwerk. Ja, also ich kann es nur wärmstens empfehlen. Es hat Spaß gemacht. Man muss sich auch Zeit nehmen. So circa 2 Stunden solltet ihr wirklich einplanen. Ihr solltet das nicht wie wir, so in der Stunde, sondern braucht man ein bisschen mehr. Hier geht es auch übrigens hoch zum Café. Die paar Treppen, ja klar, meine Sneaker muss ich mal wieder filmen. Ist klar. Ja, von da oben hat man noch eine sehr schöne Sicht auf alles, auf diesem Panoramadeck. Und ja, man merkt schon, dass da das eine Werft bzw. eine Werfthalle ist. Wie gesagt, riesengroße, hohe Decken, 25 Meter hoch, das Café und die Preise waren auch völlig okay. Also wenn man sich ein Cappuccino holen will, eine Flasche Wasser, man kann da auch schön sitzen, reden, sich unterhalten. Also die Atmosphäre vor Ort, auch in dieser riesengroßen Halle, man mag es nicht glauben, es war auch wirklich still und man kriegt das auch wirklich eingefangen, weil Street Art findet auf der Straße statt und nicht in irgendeiner Halle. Aber das Konzept passt einfach super. Das haben sie wirklich super umgesetzt in Amsterdam, also diesem Street Art Museum, dem Straatmuseum. Und wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen zum dritten Mal. Geht hin, schaut es euch an, macht Spaß. Parkplätze gibt es genug, wenn ihr mit dem Camper anreisen solltet. Da passt ein 7 Meter Camper wie unserer locker hin. Und ja, fahrt hin, wie gesagt, habt Spaß und ist eine Reise wert. Halt. Thank you.
alles. Ja, alle. Aber eigentlich alle, die aufgucken. Jetzt ist klar. Jetzt ist Schluss. Mhm. Jetzt musst du noch mal. Genau. Jetzt musst du machen. So, das ist hier ein Paradies für mich. Vor allem für einen Menschen wie mich, der sich für Mode, für Kunst interessiert. Das habe ich. Drüben sind noch ein paar mehr. Ich habe Bensky, hole ich mir jetzt. Hatte ich die ganze Zeit nicht. Aber hier zum Beispiel, wenn man hier rüber geht, habe ich, kaufe ich noch. Ja, drüben müssen wir mal gucken. Webster, of course. Genau, das habe ich. Das werde ich jetzt kaufen. Das hier. Und noch eins habe ich. Würde mir jetzt nicht einen, wo ich sage. Aber kann ich nur empfehlen. Also kommt ins Drahtmuseum, ist echt cool hier. Coole Sachen hier.